Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Deutschen Donnerstag. Ich glaube, heute ist sogar Deutscher Donnerstag, Episode 8. Wir haben einen Gast hier, Aramis Merlin. Herzlich willkommen. Erste Ausgabe von Wer wird heute Ösi ist mehr oder weniger ein Wer wird Millionär, nur Wer wird heute ein Ösi. Bei vielen von euch immer fragen, was sagst du eigentlich? Das versteht ja keiner, sprich einmal Deutsch. Haben wir gedacht, jetzt machen wir einfach eine Show draus, wo ihr dann lernt, was ich jetzt immer sage. Okay, Aramis, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, erzähl mal, wer bist du, wo bist du eigentlich in Deutschland aufgewachsen oder was für ein Dialekt sprichst du im Deutschen? Also ich spreche ziemlich Hochdeutsch, würde ich sagen, mit einem kleinen Influence, einem kleinen Einfluss aus Hamburg. Ich bin auch schon seit 5 Jahren hier, deswegen, wie man gesehen hat, fehlen mir auch manchmal die deutschen Wörter, komischerweise. Aber ich komme aus Hamburg, bin da mein ganzes Leben lang aufgewachsen. Bin sogar ein bisschen nördlich von Hamburg. Nördlich von Hamburg. Das sagt mir jetzt nicht wirklich viel, was das den Dialekt anbelangt, aber ja, ich hätte gesagt, wir warten da gar nicht mehr länger und starten jetzt eigentlich gleich mal durch. Ich muss dazu sagen, der Aramis weiß schon relativ viel von so, ich würde sagen, umgangssprachlichen Wörtern, die ich heute die ganze Zeit verwende. Aber er weiß schon ziemlich viel. Das heißt, heute war es für mich sehr schwierig, 10 neue Begriffe zu finden, die er noch nicht gehört hat. Ich glaube, 2 oder 3 hat er schon mal gehört. Aber das werden wir jetzt gleich mal rausfinden. Also wir starten jetzt gleich mal durch. Ich check noch mal kurz die Kamera, ob alles okay ist da. Ja, das schaut alles gut aus. Spitze. Gut. Dann lass die Show beginnen. Aramis, Frage Nummer 1. Wer oder was ist ein Wauger? A. Eine Hunderasse. B. Ein schäbiges Auto. C. Ein Popel. Oder D. Ein dummer Mensch. Wauger. Da ist natürlich das Wau drin von Hund. Das heißt, ach, guck mal den Wauger da vorne. Ja. Das ist ein richtig süßer Wauger. Gute Technik, wie das angeht. Aber was war nochmal B? Wir haben A, die Hunderasse. B, ein schäbiges Auto. Schäbiges Auto. Was wird der denn da für ein Wauger? Wauger. So ein richtiger Wauger. Ja. Also ich würde D, ein Depp, so meintest du, ne? Also zwischen C, ist ein Wauger, da hängt dir ein richtiger fetter Wauger aus der Nase. Wauger. Also zwischen C und D tendiere ich, wobei das ja auch ähnlich ist, man kann ja auch jemanden Popel nennen. Ja. Weiß ich nicht, kann man das? Also keine Ahnung, ich hab das noch nie gemacht. Ey du Wauger. Ey du Wauger. D. D? D, warte mal. C ist Popel, ne? C ist Popel. C Popel. C Popel. Wir loggen das ein. Okay. Das ist richtig. Ah. Congratulations, Aramis. Erste Frage sehr richtig schön beantwortet. Ich finde es auch cool, wie du das angegangen bist mit Wauger von Hund und dann alles einmal durchgesagt und schauen mal, was am besten passt. Ja. Wie bist du jetzt auf Popel gekommen? Was war der letzte Punkt, wo du gesagt hast, Popel ist ein Wauger ist ein Popel? Also ehrlich gesagt, D ist für mich, werde ich das jetzt so gehört, hätte ich fast D gesagt, aber ich meine, du hast es schon mal gesagt. Ah. Aber ich bin nämlich hundertprozentig, aber ich bin ziemlich sicher, dass du schon mal gesagt hast. Deswegen C. C der Popel. Weltklasse. Ja, wie gesagt, ein paar Wörter. Du hast es auf jeden Fall schon mal gesagt. Auf jeden Fall hat er schon mal gesagt. Ja, also C. Na, Weltklasse. Aber beim ersten Mal wäre es schwer gewesen. Gehen wir es gleich mal an. Nummer 2, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du das schon kennst. Aber wer oder was wird in Österreich liebevoll Burenheidel genannt? A. Eine Gruppe an Burschen. B. Ein alkoholisches Getränk. C. Ein Backhuhn. Oder D. Eine Burenwurst. Das Backhuhn ist das Händel. Händel, ja. Das Händel. Ein Händel hätte ich gerne. Das kenne ich noch aus dem Skiurlaub. Ja, also muss ja nicht lange umheißen bei Roaming. Das haben wir schon mal nachgeguckt sogar. Ja. Denn ich möchte gerne ein 16er Blech und einen Burenheidel. Der Burenheidel, das ist die Wurst D. Richtig, eine Burenwurst. Ja, da habe ich gesagt, ich glaube vor 1-2 Monaten haben wir mal drüber geredet, wenn wir uns irgendwas angeschaut haben, ein Video. Ich glaube, es war ein YouTube-Video, was wir uns angeschaut haben und dann haben wir darüber geredet, über verschiedene Wörter und ich habe gesagt, der Burenheidel und der 16er Blech und du hast gedacht, was? Und dann glaube ich, habe ich da erklärt, dass es eine Burenwurst ist. Aber, nächste Frage, bist du ready? Wer oder was ist ein Owe-Zara?
A, ein Kleidungsstück. B, ein schmerzhafter Schlag. C, ein fauler Mensch. Oder D, ein Werkzeug. Over Zara, quasi. Mhm. Over Zara. Das kenne ich nicht, das Wort. Zara vom Zar. Ja. Von einem Zar, weißt du? Ja. Das wäre dann ja ein Mensch. Mhm. Over Zara. Was war C? C war ein fauler Mensch. Ein fauler Mensch. Mhm. Also es wäre dann eher das Gegenteil, würde ich sogar sagen. Werkzeug, so Zange, Zara, was war A und B nochmal? B war ein schmerzhafter Schlag oder A ein Kleidungsstück? Über. Mhm. Also entweder über oder Zara, Zange. Also ich würde einfach mal ein Kleidungsstück. Ein Kleidungsstück. Mhm. Lösen wir auf. Das war leider falsch. Es war ein fauler Mensch. Echt? Ein Runterzieher. Ove Zara. Ach, Ove ist quasi runter. Ja, ja. Oh. Ein Ove Zara. Okay. Ist ein langsamer und fauler Mensch. Macht nichts. Du hast schon 2 richtig von 3. Wie viel Geld habe ich jetzt gewonnen? Jetzt hast du leider alles verloren. Okay. Sagen wir, ja. Wenn du 6 Fragen von 10 richtig hast, kriegst du ein geiles Pre-Workout und dann gehen wir trainieren. Okay. Kriegst ein Personal Training von mir. Das klingt wunderschön. Weltklasse. Nummer 4. Wer oder was ist ein Heaven? Heaven. A. Eine Kaffeetasse. B. Eine Nachspeise. C. Ein starker Mensch. Oder D. Ein Gefängnis. Heaven. Von Heaven starker Mensch. Mhm. Heaven. Der kann viel heben noch. Aber so wie du lachst, glaube ich, dass es falsch ist. Ich find's geil, wie du das einfach so durchgehst, Alter. Dass dann nochmal sagt, heben, ja, ihr könnt es fix einfach nur am Buchstaben austauschen. Nachtisch meintest du, ne? Ja. Ja, da würde ich, könnte von Hefe kommen, aber dann würde ich eher sagen, das ist ein Bier, so ein Hefeweizen oder so. Mhm. Gib mal einen Hefen. Ein Heben. Was war B nochmal? B war eine Nachspeise, A war eine Kaffeetasse. Kaffeetasse kommt nicht. Und D war? D war ein Gefängnis. Heaven. Es könnte ein Ort sein, es wäre zwar das komplette Gegenteil, aber es macht auch wahrscheinlich gar nicht. Aber Heaven gibt es ja auch auf Englisch. Mhm. Das ist zwar nicht Gefängnis, aber es ist ein Ort. Ja. Yeah. Im Heaven. Ja. Yeah. Es klingt irgendwie wie ein Ort, mehr als ein... Also Nachtisch glaube ich nicht und Kaffeetasse auch nicht. Und also ein starker Mensch oder starker ein Gefängnis. Mensch. Das ist ein fester Heaven. Nein, das ist ein fester Heaven. Weiß nicht, klingt irgendwie wie ein Ort für mich, weiß ich nicht. Okay, das heißt, ein Gefängnis. Mhm. Lösen wir auf. Das ist richtig. Ja, geil! Ja. Okay, jetzt gehen wir es gleich weiter an mit der Nummer 5. Fünfte Frage, du hast jetzt schon 3 richtig von 4. Mhm. Jetzt die fünfte Frage. Wer oder was ist eine Restfetten? A. Das Fett an einem Schweinsbraten. Restfett. B. Motoröl. C. Ein betrunkener Mensch. Oder D. Ein Auflauf. So ganz spontan Restfett an einem, am Essen. Ist natürlich, klingt logisch. Mhm. Aber ich habe schon mal Plunzenfett gehört von ihm. Also das hätte ich auch niemals gewusst. Aber ich kenne Plunzenfett, der ist betrunken. Oh, die sind schon wieder Plunzenfett. Also hätte ich auch niemals gewusst. Deswegen würde ich einfach mal schätzen, dass Fett wieder was mit betrunken zu tun hat. Und C war genau... C war ein betrunkener Mensch am nächsten Tag. Ah, okay. Das habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt. Das guck aufkommen. Mal. Ja, also Rest und dann Fetten, dann Fett, wenn es betrunken ist. Rest würde ich C schätzen. Richtig. Yeah. Weltklasse. Ich war mir nicht sicher, ob er sich noch erinnern hat können an Plunzenfett. aber jetzt macht es natürlich Sinn, aber ich finde es cool, dass du es gemerkt hast. Und ja, also ein betrunken, die Restfetten einfach. Am nächsten Tag noch immer den, wie sagst du, wenn du betrunken bist am nächsten Tag? Den Kater, Hangover? Kater, ja. Einen Restkater? Ja. Würdest du das sagen? Restkater? Ich glaube, man sagt einfach nur Kater. Und was? Ja, wir sagen... Restkater? Nee, einfach nur Kater. Ich glaube, deswegen kommt es. Wir sagen, der ist Plunzenfett. Mhm. Also jetzt gerade, der ist Plunzenfett. Und am nächsten Tag hat er die Restfetten vom Vorabend. Okay.
Ja, gut, 4 von 5 schon, also momentan bist du gut unterwegs. Frage Nummer 6. Wer oder was ist ein Wadelbeißer? A. Ein Krampf in der Wade. B. Ein kleiner Hund. C. Ein hinterhältiger Mensch. Oder D. Ein aggressiver Fußballspieler. Das ist, glaube ich, der kleine Hund. Es gibt nämlich auch Waden... Ich glaube, man sagt Wadenbeißer oder Wadenkneifer. Kneifer? Wadenkneifer, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich auch Wadenbeißer. Ja. Yeah. Oder Waden-irgendwas. Waden-irgendwas. Auf ganz normal Hochdeutsch. Also würde ich den Hund schätzen. Lösen wir auf. Falsch! Was? Okay, es kann, es kann sein. Sehr, es kann sein. Da hat eine Trickfrage. Das muss ich mir, das muss ich mir jetzt dann nochmal anschauen. Ich weiß nämlich, ich wollte nämlich wirklich wegen dem tricken. Ein Wadelbeißer ist ein hinterhältiger Mensch. Zumindest in meiner Umgebung, okay, wo ich aufgewachsen bin, sagt man, ja, der Hubert ist auch ein schöner Wadelbeißer. Weil der kommt dann von hinten und ist sehr hinterhältig und beißt dann ins Wadel. Ah, okay. Aber jetzt einmal nur für dieses Spiel würde ich mal sagen, nein, weil für mich war das die richtige Antwort Nummer, also C. Okay. Aber trotzdem noch immer gut dabei. Nummer 7. Wer oder was ist ein Fetzendachel? A. Ein komplett betrunkener Mensch. B. Das Dach eines Cabriolets. C. Die Überdachung für ein Auto. Oder D. Schlecht gelegte Schindel am Dach. Also D liegt zwar nah, weil Dach, das würde ich einfach mal ausschließen, weil, ich weiß nicht, das ist einfach was, das benutzt man nicht oft. Ja. Deswegen wüsste ich nicht, ob das jetzt, was ist das, du einfach sagen würdest. Weil wann benutzt man das Wort schon so? Ja. Das Fetzen... Fett. Ja, ich würde eher sagen, eins von den beiden Autodächern. Ja. Fetzen. Vom Cabriolet. Ist ja ähnlich. Ich nehme einfach das vom Cabriolet jetzt wieder B, glaube ich. B. Warte, wo waren wir da? Da, das Dach eines Cabriolets. Lösen wir auf. Richtig. Oh, yeah. Weißt du warum? Weißt du warum Fetzendach wie das Dach vom Cabriolet ist? Nee. Weil... das Dach eines Cabriolets ist ja nicht hart, das ist mehr oder weniger wie ein Fetzen. Ah, Fetzen, ja. Okay, ein Fetzen ist ja was, wo du aufwischst, also mehr oder weniger putzt. Ja, also einmal da habe ich einfach dann gedacht, das macht Sinn. Ja. Nummer 8. Wer oder was ist ein Gscherder? Gscherder. A. Ein Rasierer. B. Ein Landbewohner / Bauer. C. Eine Trainingsübung. Oder D. Eine Vorspeise. Also Vorspeise, mit Vorspeise meinst du allgemein das Wort Vorspeise oder... Nein, eine Art von Vorspeise. Ich hätte gedacht, dass ich das schon mal gehört hätte, wenn es eine Vorspeise wäre. Mhm. Wobei es lange her, dass ich in Österreich war. Ja. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich habe es noch nie gehört. Ja. Und wenn es A oder C wäre, hätte ich das Gefühl, dass ich schon mal gehört hätte. Okay. Also würde ich einfach mal B sagen. B, ein Landbewohner. Lösen wir auf. Richtig! Oh. Oh, yes. Ich bin mehr oder weniger ein Gscherder, weil ich aus dem Burgenland bin. Und ich bin halt aufgewachsen und alle haben halt immer gesagt, ja, du bist ein Gscherder, weil so wie ich redet keiner in Wien. Deswegen bist du ein Gscherder, weil du vom Land bist. Mhm. Nummer 9. Wer oder was ist ein Heferl? Heferl. A. Ein leicht erregbarer Mensch. B. Eine Tasse. C. Ein Pilz. Oder D. Eine Baumart. Also ich würde nicht sagen der Pilz, das Wort kenne ich nämlich. Mhm. B. Tasse. Und A. Ein leicht erregbarer Mensch. Hefe. Vorher, was hatten wir denn vorhin so ein Wort? Das war so ähnlich, ne? Hefe? Heven. Heven. Mhm. Genau, das war... Und da hattest du, glaube ich, auch schon Tasse drin oder so. Deswegen sage ich jetzt ist die Tasse Heber. Ah, von Henkel. Heber, Heben zum Heben. Tasse. Mal gucken. Wir lösen auf. Richtig. Boah. Da hätte ich aufgepasst. Bei der Frage hätte ich jetzt, also eigentlich würde die tricken, aber es sind beide Wörter würden stimmen. Ein leicht erregbarer Mensch ist auch ein Heferl.
ich könnte jetzt sagen, wenn du über leichte Sachen aufregst, zum Beispiel einer biegt einfach vor dir ab und du regst sie sofort auf, sei nicht so ein Heferl. So jemand, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Ja, genau. Ja, in du die hast Richtung. Nicht alle Heferl im Kasten. Und Heferl ist aber das Kaffee-Heferl. Okay. Also deswegen, das lasse ich jetzt einfach mal gelten. Letzte Frage. Also du hast eigentlich schon gewonnen, aber trotzdem jetzt noch zum Abschluss, das ist der krönende Abschluss. Willst du jetzt doppelt oder nichts? Willst du jetzt die eine Frage mehr oder weniger drauf ankommen lassen, ob du die gesamte Challenge geschafft hast oder nicht? Ich meine, ich habe sie ja schon geschafft. Ja, aber wir können... Damit es spannender ist, ja. Nummer 10. Wer oder was ist Schnackseln? Oh. Kennst du? Ich glaube schon. Sag mal, wenn du glaubst, was es ist. Nein, sag mal. Geschlechtsverkehr. Das wäre A, Geschlechtsverkehr. B, Zwiebelschneiden. C, kleine Insekten. Oder D, Vollgas geben. A. Im Prinzip D bei A. Wir lösen auf. Ja, geil! Weltklasse gespielt. Du hast 8 richtig von 10. Sehr gut. 8 richtig von 10. Wie viele hast du aber jetzt echt gewusst? Also, da habe ich 3 oder 2 oder... Ja, jetzt mit Schnackseln 3. Das habe ich noch nicht quasi von dir gehört, aber 2 oder 3 habe ich schon von dir gehört. Mhm. Wobei manche habe ich schon wieder fast vergessen. Und viele habe ich einfach nur irgendwie hergeleitet. Ja, yeah. Und dann gekürzt. Ja. Naja, trotzdem, er hat es geschafft. Also erste Challenge, das erste. Wer wird heute ein Ösi? Ich darf da jetzt offiziell verkünden, du bist jetzt ein halber Ösi. Passt schon. Na gut, Leute, das war das erste Video. Das erste, wer wird heute ein Ösi? Der Adam ist definitiv schon ein Ösi. Ich hätte es vielleicht ein bisschen schwieriger machen sollen. Wenn ihr noch irgendwelche geilen Wörter habt, wo man nochmal testen können, schreibt es in die Kommentare rein. Dann machen wir vielleicht noch eine zweite Ausgabe von Wer wird heute ein Ösi? Ja, wie gesagt, wir brauchen schwierige Wörter, die ihr nicht kennt. Und vielleicht sogar sind irgendwelche dabei, die ich noch nie verwendet habe, die wir dann da reinschmeißen können, die sogar ich nachschauen muss. Trotzdem herzlichen Dank fürs Einschalten. Adamis, danke fürs Vorbeikommen. Wir hauen uns jetzt ins Fitnessstudio. Genau. Vergesst nicht, Notification-Button anmachen, den Subscribe-Button andrücken, Kommentare und liken. Ihr wisst, das ist alles für den Algorithmus. Genau. Ich freue mich auf nächste Woche Dienstag. Da gibt es wieder einen Livestream und dann am Donnerstag gibt es wieder den deutschen Donnerstag. Bis dahin, alles Liebe und ja geil! Ja geil! Das ist jetzt noch einen schönen... Ja, ja, ja. Nein, mach noch einen schönen Opern, ja geil. Warte, ohne dass das Mikrofon übersteigt, das muss in die Richtung machen. Ja, los geht's. Ja, geil! Weltklasse!